Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Und zwar genau da, wo wir gestern aufgehört haben. Exakt gleicher Punkt. So, Nachtmarkttechnisch bin ich jetzt unterwegs. Ich gucke nochmal schnell aufs Handy, ob ich überhaupt richtig bin. Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Aber ich glaube, das hier ist nicht wirklich ein Nachtmarkt. Das ist hier so eine Szene hier irgendwie, so ein Szenetreff, wo hier viel gegessen, viel getrunken wird, viel geshoppt wird. Ist auf jeden Fall für unter der Woche, finde ich, echt viel los. Ja, ich laufe mal weiter. So. Ich muss auch sagen, ich habe richtig Hunger jetzt. Ich habe tatsächlich, seitdem ich in Thailand bin, noch nichts gegessen. Weil mir es auch viel zu warm zum Essen war. Aber ich gucke mal hier. Deswegen, ich habe jetzt richtig Hunger. Und das sieht hier alles schon gut aus. Sehr, sehr gut. So. Jetzt machen wir mal Zebrastreifen Teil 2. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und hat geklappt. Kids schlagen. Das sind die Asiaten ja auch sehr. Oh. Ich glaube, ich gehe mal daher. Da sind die Asiaten ja auch sehr bekannt für ihren Kitsch. Ich glaube, ich gehe mal in die Straße rein. Sieht vielversprechend aus. Hallo. Happy New Year. Happy New Year, my friends. Ah. Okay. So, where you come from? Germany. Germany? Germany. Yes. Oh. Hello. Sawadee hap. Hello. Hello. Yeah. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. So. What is this? Beer. Beer. In Chang? Yeah. Oh. Very good. Very good. Dortmund, Bayern Munich, Leipzig, Frankfurt. Frankfurt? Yeah. Yeah. Okay. Germany. So, is this from Frankfurt, Germany? Yeah. Okay, I will try. Cheers. Yeah. Cheers. Yes. Cheers. Oh, very good. Very good. So, what do you say in Thai for cheers? Chun keo. What? Yes. Chun keo. Chun? Chun keo. Chun keo. Yeah. Yeah. Chun keo. Chun keo. Same. Chung keo. Nam chok. Oh, very good. Very good. Thank you very much. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 See you guys. Bye. Bye. Yeah, sehr schön. So schnell lernt man hier Leute kennen.
Und sie sind alle so gastfreundlich. Wahnsinn! Die sehen echt lecker aus. Ich glaube, so was werde ich mir jetzt auch mal reinziehen. Warum nicht gleich da vorne? So. Hallo. What is this? Chicken? Chicken. Chicken, ja? Chicken, pork. Chicken and pork? Ja. Okay. How much is one stick? How much? 10 baht. How much? 10 baht. Ah, 10 baht. So, I take one chicken and one pork. Oi, why is it so big? One lemon tea, ma. What? One. Yes. So 20 baht, ja. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye. So. Dann werde ich jetzt mal probieren. Ich glaube, ich fange mal mit Pork an. Das ist kein Pork. Das ist Leber. Ich mag kein Leber. Ja, Chicken ist gut. Ich hätte mich jetzt auf Pork gefreut. Aber das war Leber. Da bin ich kein Freund von. Oh, Chicken war gut. Ach, warum eigentlich nicht? Ich setze mich einfach mal hier hin. So. Dann gucke ich mir jetzt erstmal die Speisekarte an. So. Ich habe jetzt mal bestellt. Ich habe keine Ahnung, was ich kriege. Ich wollte eigentlich Pork haben mit ein bisschen Reis, aber das haben die irgendwie, glaube ich, nicht verstanden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich Pork kriege oder ob ich Reis kriege, ob ich beides kriege, ob ich gar nichts kriege. Ich weiß es nicht. Bleibt spannend. Auf jeden Fall. So, mein Essen ist jetzt da. Ich habe zumindest das Pork bekommen. So. Schauen wir mal. Stäbchen. Ja, ist gut. Ist noch irgendeine Soße? Keine Ahnung, was das ist.
Kräuter, die drin sind, das Koriander. Keine Ahnung, was das ist, aber schmeckt. So. Sehr gut, sehr gut. Fantastic, thank you. Sehr gut, sehr gut. Ja, Pommes schmeckt echt gut. Ich habe zwar immer noch keinen Plan, was die Soße ist, aber die ist so leicht spicy. Zum Nachgang, richtig gut. Trinke ich jetzt noch meine Cola leer. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Und gucken mal, wo wir noch was essen können. Leider habe ich nichts mehr gefunden. Aber irgendwie reicht das auch jetzt. Ich gehe mal noch mal schnell ins 7-Eleven. Hol mir noch ein paar Getränke. Habe ich eigentlich schon mal im 7-Eleven gefilmt? Wie das da aussieht, weil es gibt. Nee, ne? Good evening. Hier gibt es alle Produkte für den täglichen Bedarf. Big Sheet. Ich würde mal interessieren, was das ist. Mal da reingucken, nee, ne? Kostet 6 Baht. Ich glaube, es sind irgendwie ganz wenige Centbeträge. Naja, schauen wir mal. Oh, hier ist es so angenehm drin. So, was ich jetzt auf jeden Fall brauche, sind noch eine Menge Getränke. Weil ich schneide jetzt noch ein paar Videos. So, deswegen brauche ich da jetzt noch schöne, leckere Getränke. So, was auf jeden Fall richtig super ist. Ah, hier ist ein Einkaufskörbchen. Das ist sehr gut. So. So. Was packen wir denn da rein? So. Was richtig super ist. Ist hier von Oishi, was auch immer das ist für eine Marke. Aber der grüne Tee, der schmeckt richtig super. So, eins. Warte mal, die haben ja noch mehr, ne? Ach, das Zitrone gibt es noch. Zitrone mit Honig. Keine Ahnung. Getreide mit irgendwas. Der grüne Tee ist schon lecker, dann nehme ich auf jeden Fall einen zweiten mit. So, weißt du was, die Zitrone probieren wir auch mal. So. Dann brauchen wir noch Wasser, ne? Ich
Ich bin übrigens einer, der auch Nestle boykottiert. Soweit wie geht. Hallo. Ich versuche eigentlich immer, irgendwelche lokalen Einheimischen Wasser zu kaufen. Man erkennt das manchmal nicht, aber gut. So, was haben wir denn hier? Pura. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir mal eine Flasche mit. Nehmen wir uns noch mit hier. Ah, hier, 7-Eleven Hausmarke. Probieren wir natürlich auch. So, ich glaube, das reicht erstmal an Getränke. 129. Ah, 112. Okay. Oh. Thank you. Thank you very much. So. Thank you very much. Bye bye. So, jetzt haben wir alles. Jetzt bin ich versorgt für heute Abend und heute Nacht. Ja, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Melde ich mich mal ab für heute und sage einfach mal Dank fürs Zugucken. Und wenn euch der Abend gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Likes und Abos und so, ne? Kennt das Spiel schon. So, winken kann ich jetzt nicht, ich habe die Hände voll. Deswegen, bye bye, bis morgen.